willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt im Wohnmobil. Wir haben ihn wieder. Endlich. Und haben schon angefangen einzuräumen, weil in 3 Tagen, wenn die Amy von der Schule kommt, geht es nämlich los zu unserem ersten Urlaub dieses Jahr. Ja. Und wir müssen noch ein bisschen viel einräumen. Aber das wird ja noch alles. Mama macht das. Papa, du hinter der Kamera auch? Ja, ich habe noch einiges zu tun. Ich muss noch Felgen wechseln. Da kommt noch ein extra Video dazu. Dann müssen wir noch ein Regal machen. Hoffentlich reicht das noch. Ich weiß nicht, ist gerade auch viel zu tun. Muss ich gucken, ob ich schaffe. Und eigentlich wollen wir unseren Grill auch noch einbauen. Der ist ja wichtig, den brauchen wir. Wir wollen ja grillen. Vielleicht müssen wir auch manches dann on Tour einbauen. Oh. Wir nehmen das Werkzeug mit und dann gucken. Ja, wir haben ja Platz in der Garage und nehmen wir die Werkzeugkiste mit und dann geht es. So, der Grund, wir haben euch ja gesagt, dass wir euch noch nicht viel dazu sagen konnten, warum unser Wohnmobil so lang weg war. Es waren jetzt insgesamt 4 Monate. 4 Monate stand er beim Händler. Hier nochmal vielen Dank an die Firma Ertl. Da haben wir das Wohnmobil gekauft. Die haben auch die ganzen, Nacharbeiten gemacht. Es waren zum einen unvorhersehbare Sachen und Sachen, die wir ja noch nachrüsten haben lassen, die aber damals nicht lieferbar waren. Das war wie die Markise. Das Wohnmobil hat keine Markise gehabt. Warum auch immer. Und wir wollten auf jeden Fall eine Markise haben. Die Markise selber war lieferbar, aber die links und rechts, die Endteile waren nicht lieferbar. Deswegen haben wir gesagt, das lassen wir im Winter machen. Sowieso, weil noch hier und da ein paar Nacharbeiten von vornherein klar waren, dass die zu machen sind. Und das hat sich jetzt gezogen. Dafür kann der Wohnmobilhändler Ertl nichts dafür. Das sind die aus Dachau. Es war einfach, das Lenkgetriebe war kaputt. Das wussten wir nicht. Und es war eine Zeit lang nicht lieferbar, deswegen hat es sehr lange beim Iveco-Händler gestanden. Zusätzlich war der AdBlue-Tank undicht, den haben wir auch einen neuen bekommen. Aber jetzt ist, hoffe ich doch, alles wieder gut. Ich bin auch schon gefahren damit, also hört sich deutlich besser an. AdBlue haben wir auch getankt, ist auch dicht, also sollte da nichts passiert sein. Zusätzlich haben wir der Vorbesitzer, können wir glaube ich mal zeigen, ist glaube ich am einfachsten, weil ich habe schon immer wieder, wo wir auch Wohnmobile angeschaut haben, haben wir diese Schäden an den Morelos gesehen. Und mittlerweile können wir es uns erklären, wie das passiert ist. Deswegen, da nehmen wir euch mal kurz mit. Wir hatten an dem Schrank so leichte Schäden, also wie so zwei, wie wenn da einer hängen geblieben ist und hat so tiefe Kratzer reingezogen, 2 Stück. Muss mal gucken, vielleicht habe ich noch ein Bild davon da an, dann würde ich das mit reinmachen. Zusätzlich hatten wir hier auf der Arbeitsplatte einen riesen Riss und auch ein Stück rausgebrochen. Die haben es jetzt nachgearbeitet und jetzt sieht man fast nichts mehr. Wir haben lange überlegt, an was das liegen kann. Wir wissen es jetzt mittlerweile. Wir haben eine neue Blende hinbekommen. Die alte Blende ist nur mit einem Knopf gesichert. Die neue hat 2. Wenn man das offen lässt, also die, bei uns waren es Eindruckknopf, und man fährt, dann geht es auf. Und wenn dann viel drin ist, kippt es um. Das ist genau die Richtung und schlägt dann gegen die Kante hier. Und daher ist bei uns das kaputt gegangen. Und auch, wie gesagt, bei vielen Morelos, die wir angeschaut haben, war das der Fehler auch. Kommt durch den Schrank, der da drauf schlägt. Und das haben sie uns auch gewechselt. Genau, das war auch ein längeres. Und wir zeigen euch noch das Wohnmobil, wenn es erstmal alles eingeladen ist und eingeräumt ist, dann zeigen wir euch das Wohnmobil. Das kann man ja eigentlich machen, wenn wir dann unterwegs sind. Dann machen wir eine Wohnmobil-Tour. Machst du die oder machen wir die zusammen? Ich. Möchtest du machen? Okay, machen wir so. Was haben wir denn sonst noch, was geändert wurde? Achso, ja, wir haben den Kaffeemaschinenhalter.
noch nachbestellt. Da hat auch die Stange gefehlt. Die wurde noch eingebaut. Genau, da haben wir schon die Grillutensilien mit eingekauft. Die müssen wir noch hinmachen. Und dann haben wir, genau, wer das Video noch nicht gesehen hat, da habe ich ja hier einen Schrank eingebaut, der nicht original von Morello so ist. Mache ich euch oben rein, gerne das Video mal anschauen. Und ja, unsere Teppiche, die sind, haben wir, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Die haben wir auch machen lassen, hier für meine Frau, für ihren Platz an der Küche. Ja, danke. Du kochst gut, mein Schatz. Und dann haben wir hier nochmal einen großen Teppich. Wir sind kein Fan von den durchgehenden Teppichen. Ich mag den Boden eigentlich so relativ gern. Und wenn man die Heizung anhat, ist eigentlich von unten relativ warm. So, und bald kommt noch ein Video von uns. Und zwar haben wir uns noch was Tolles überlegt zu diesem Thema Vorhänge. Was ja nicht ganz ist. Ich habe ja schon nur die Hälfte noch dran. Der Rest hat mir überhaupt nicht gefallen. Bisschen Oma-Style für uns. Ich will ja jetzt da niemand angreifen, aber. Und nicht unser Style. Das kommt weg. Und wir haben uns was ganz, ganz Tolles bestellt. Das werdet ihr dann in unserem nächsten Video oder übernächsten Video, ich weiß noch nicht, wie mein Mann das plant, dann sehen, was dann hier Tolles noch dazu kommt. Dann haben wir noch. Es kommt aber nicht nur da, an das Fenster. Nein, 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 wir haben vier Fenster. An vier Fenster. Vier Fenster. Vier mit fünf. Vier Fenster. Ah, okay. Fast. Nein, Spaß beiseite. Vier Fenster. Vier. Vier. Ja, lasst euch überraschen. Es kommt was ganz Cooles. Oder? Ich weiß es eigentlich auch nicht. Du warst nur dabei, wo wir die Farbe rausgesucht haben. Ja. Ja, ja, die können sich jetzt alle schon denken, was es kommt. Aber ist egal, lasst euch überraschen. Wir nehmen euch da auch mit, wie wir es dran machen. Nicht bloß, ja. Okay, Montage. Die Montage, natürlich mit Montage. Mit Montage, mit Montage. Genau. Und was gibt's noch? Was wollen wir noch? Was wollen wir noch? Wir haben so viele Ideen. Ja, wir haben so viele Ideen. Und jetzt fällt es mir vor der Kamera natürlich nicht ein. Nee, jetzt geht's natürlich los in Urlaub, Leute. Und wo geht's hin? Nach Balderschwang. Nach Balderschwang. Grenze Österreich. Haben wir auch schon mal in einem Video. Sehr, sehr lange Fahrt. Nein. Zweieinhalb, drei Stunden. Hatten wir schon mal in dem Video mit unserem Van. Aber diesmal geht's mit unserem Morello. Erstes Mal Wintercamping für uns. Das allererste Mal. Das allererste Mal. Wir hatten noch nie unser Wohnmobil im, was haben wir, März, April angemeldet? Im März. Sonst hatten wir immer ab April. Ja. Aber wir waren noch nie im Wintercamping. Und wir haben das Wohnmobil das erste Mal in unserer Campingzeit das ganze Jahr angemeldet. Oh, hatten ja. Wir auch noch nie. Ich habe es umgemeldet. Das ganze Jahr. Jetzt ja. Kann es losgehen. Und es wird getestet am Wochenende, weil die Wetterprognosen sehen nämlich nach Schnee aus. Und ich habe schon ein bisschen Angst. Aber wir wollen ja Skifahren. Ah ja, ja, aber ich habe schon ein bisschen Angst. Oder wenn kein Schnee liegt, dann wandern oder Fahrradfahren. Aber sie wollen Schnee. Und die Motorräder haben wir auch dabei. Ja, im Schnee. Ja. Können wir auch machen. Drauf. Nein, auf jeden Fall Wintercamping, da nehmen wir euch auch mit. Das müsst, das auf jeden Fall. Dann geht's weiter wohin? Nach Italien. Sicher? Italien, klar, oder? Ja. Ja, also wir fahren wohl nach Italien. Papa nicht, aber. Ja, ich muss ja, ich habe ja auch ein bisschen Arbeit. Ich muss meine. Ja, wir müssen ja ein bisschen. Abschlussarbeit noch schreiben. Ja, wir müssen ein bisschen ins Wärmere fahren. Jetzt nicht ganz runter, aber ein bisschen ins Wärmere, dass der Kevin ja noch seine Arbeiten hier am Morello noch fertig gestalten kann. Im Schnee tut sich das nicht so gut draußen arbeiten. Ja, das gucken wir. Ja, genau. So. Genau. Was noch dazu kommt, ich habe noch eine Kamera bestellt. Ich hoffe, die kommt, bis wir gehen. Oh. Da werden wir euch auch mal ein bisschen unser riesen Kamera-Equipment zeigen, was wir mittlerweile alles haben. Die Drohne nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh ja. Und wir werden auch Infotainment hier im Wohnmobil ein bisschen umbauen. Da muss man auch nochmal Danke sagen an die Firma Ertel, weil
dadurch, dass es so lang gedauert hat, unser Wohnmobil, und wir wollten ja selber die Sachen eigentlich fast alle einbauen, aber dadurch, dass wir Internet brauchten, haben wir den WLAN-Router der Firma Ertel zugeschickt und die haben uns den kostenfrei eingebaut. Da vielen, vielen Dank nochmal. Super Service. Danke, 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 danke. Und den Grill werden wir auch selbst einbauen. Den bauen wir selber. Im Schnee will er den einbauen. Ja, im Schnee. Aber zum WLAN-Router, meine Frau war ja froh, dass ich ihn nicht selber eingebaut habe, weil sonst hätte ich müssen nämlich... ein Loch oben in die Decke machen. Ja, weil wir haben nämlich die Antenne auf dem Dach. Aber dazu werden wir euch auch ein Video machen, weil wir das Thema Netflix auf dem Fernsehen noch angehen wollen. Vielleicht reicht das auch noch im Urlaub. Baue ich auch ein. Hallo, 2 Wochen sind es nur. Ja. Wird sportlich. Wir wollen uns entspannen und nicht umbauen. Ja, jetzt guck mal. Krieg mal hin. Fürs Zuhören, lasst uns ein Like da, ein Abonnieren und nicht vergessen... Kommentar. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, schöne Woche euch.